machen wir das Fahrrad wieder Start. Klar. Falsch. Auf Null. Hier tun wir den Komoot wieder rein. Na. So, wo wollen wir hin? Wir wollen nach Klotte, nach Koblenz. Navigation. In 5 Metern rechts auf Bahnhofstraße. Ja, Uschi, wenn du das sagst. Ach, jetzt hat einer Vorfahrt hier. Moin! So, ich bin wieder auf der Piste. 10 nach 9. Gut gefrühstückt. Gut geschlafen. Alles fit. Nebelschwaden über der Mosel. Heute Morgen sind es 7 Grad. Aber im Laufe des Tages wird die Sonne sich wieder durchkämpfen. Und dann haben wir wieder Sonnenschein. Hoffentlich dauert es nicht, bis ich im Zug sitze. So, hier fahren die Leute zur Arbeit, hoffe ich. So. Okay, gut. Dann fahren wir mal weiter. Die Nebelschwaden ziehen über die Mosel. So, 9:30, die Sonne ist schon draußen. Ein herrlicher Blick, wie die Nebelschwaden hier aufsteigen. Toll, ich hoffe, das kommt auch in der Kamera so gut durch. Das sieht ja super aus. Ich bin begeistert. Herrlich. Herrlich, herrlich. Naja, seit Klotten fahre ich hier an der Bundesstraße entlang. Sind mittlerweile auch schon wieder 6 Kilometer. Ich hoffe nicht, dass das so durchgeht bis Koblenz. Denn bis Koblenz sind es noch 40 Kilometer. Da hinten das Bild, das muss ich euch festhalten. Die Wolken, wie die da im Tal hängen. Ich hatte eben an der Brücke da hinten überlegt, ob ich auf die andere Moselseite fahren sollte. Aber ich glaube, es ist besser hier. Denn hier ist die Sonnenseite. Im Moment geht es noch, kommt die Sonne auch über den Berg da drüben hin. Aber wenn das enger wird, dann ist da drüben Schatten. Da fahre ich doch lieber auf der Sonnenseite. So, da oben ist wieder eine Burg. Aber leider ist hier auf der Karte vom Navi
nicht erkennbar, wie sie heißt. Egal. Burg heißt sie. Und da drüben der Ort, der heißt Burgen. Und da hinten sind wieder die Nebelschwaden vorm Hang. Ja. Und wir fahren jetzt weiter wieder an der Landstraße entlang. Jetzt fahren wir durch Hatzenport. Auf Wiedersehen in Hatzenport. Fahren wir mal durch Liemen durch. Koblenz, 20 Kilometer. So, ich scheine ja wohl wirklich jetzt, Gott sei Dank, mal für ein paar Kilometer die Straße zu verlassen. Wieder durch die dunklen Gassen der Moselörtchen. Hier bin ich in Kobern-Gondorf. Ah, hier wird es wieder hell. Oh, guck mal hier, wie fein. Und schon wieder eine Burg da oben. Reiht sich ja eine Burg an die andere. Jetzt links abbiegen auf Kastorbachstraße, LN117, danach rechts abbiegen auf Fährstraße. Das ist ja nett hier. Da, wo bin ich hier? In 100 Metern geradeaus auf Landstraße. Oh, wie nett hier. Hm? Junger Mann, wo bin ich hier? Immer noch. Immer noch? Ja. Ah, danke. Dankeschön. Jetzt geradeaus auf Landstraße. Also. Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Hier läuten sogar die Glocken, wenn ich komme. Ja, wie finde ich das denn? Ach, guck dir diese Hänger an hier, ey. Das ist ja lebensgefährlich. Meine Fresse. Boah. Morgen. Na, so gefällt mir das doch viel besser als immer an der Straße lang. Super. So, da drüben, das sind keine Schornsteine. Sind die Pfeiler von der Autobahn A61. Sieht ja hier spenstisch aus, wenn man die Fahrbahn nicht sieht. Jetzt sind wir in Winningen. Hier sind wir wieder ein bisschen oberhalb der Mosel. Ein Stückchen hier raufgefahren in die Weinberge. Aber jetzt geht es aber auch schon wieder runter. Hier geht es wieder durchs Grüne. Wieder eine andere Sicht. Noch circa 5 Kilometer, dann sind wir in Koblenz. Wie viel haben wir? 11:30 haben wir. Jetzt überqueren wir wieder die Mosel und dann sind wir auf der Koblenzer Seite. Jetzt stehen wir hier auf der Eisenbahnbrücke. Ja, jetzt haben wir die Mosel verlassen. Jetzt geht's hier zunächst durch die Randbezirke von Koblenz durch. Und dann werden wir die Mosel wahrscheinlich erst wieder am deutschen Eck sehen, vermute ich mal. Na, da muss ich mal gucken.
Jetzt sind wir am Vater Rhein. Hier fließt die Mosel in den Rhein. Das Schiff fährt übrigens rückwärts, nicht der Film. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Tedere, 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 tedere. Hier ist wohl leider der Ton wieder ausgefallen. Ich gebe ein kurzes Fazit der Reise, bevor es zum Bahnhof geht. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es war für mich die erste große Radtour, groß deshalb, weil es über mehrere Tage ging. Ich kann sie jedem Tourenradler, der es noch nicht kennt, wärmstens empfehlen. Die Unterkünfte hatte ich erst 2 Tage vor der Fahrt gebucht. Es war aber kein Problem, noch ein Zimmer zu bekommen, selbst jetzt in der Hochsaisonzeit der Weinlese. Alles im Allen also eine wunderbare Tour.